Hey yo, Scrub, hier ist euer Matthias und ich habe mir gedacht, heute zeige ich euch mal wieder ein fantastikuläres Gerät. Wer nicht weiß, was das ist die Mischung aus fantastisch und spektakulär. Nein, Spaß beiseite, aber jetzt wollen wir uns erstmal alle wieder beruhigen. Als ich das Teil gesehen habe, habe ich mir gedacht, das musst du als Video bringen. Es handelt sich bei diesem Gadget eigentlich um gar kein Gadget, sondern um einen Wohnzimmertisch. Aber nicht um irgendeinen Wohnzimmertisch, sondern um einen speziell kreierten und designten Wohnzimmertisch von dem US-Künstler Bruce Shapiro. Unser Brucey entwarf und kreierte den Sisyphus Table. Wer nicht weiß, was Sisyphus ist, das ist eine griechische Sagengestalt, die von den Göttern verurteilt wurde, für die Ewigkeit einen Felsblock einen Berg hochzurollen. Und kurz bevor er an der Spitze ankam, ist der Felsblock wieder runtergerollt und er musste wieder von neu anfangen. Und ich würde sagen, das trifft den Tisch doch ziemlich gut, denn unter der Glasplatte, wie man jetzt im Hintergrund auch schon sehen kann, ist eine kleine Metallkugel auf Sand. Und die dreht dort quasi auf Ewigkeit ihre Kreise. Und das funktioniert so. Unter der Glasabdeckung ist natürlich die Kugel und die Sandschicht. Darunter aber ist ein zweimotoriger Roboter namens Sisbot. Der Name, würde ich sagen, ist auch ziemlich gut gewählt. Dieser bewegt aber per Magnet eine kleine Stahlkugel, die dann durch den Sand läuft und kleine Muster in den Sand malt, beziehungsweise sie wieder entfernt. Die Motoren werden von einem Raspberry Pi Computer gesteuert, der bestimmte Wegmuster abspielt. Das funktioniert dann so ähnlich wie ein Media Player oder ein MP3 Player, der einfach nur Dateien abspielt. Allerdings kann der Besitzer die Wege, die Geschwindigkeit oder die Beleuchtung des Tisches per App oder per Browser, da der Tisch auch eine WLAN-Verbindung hat, dann auch verändern. Es gibt die Tische momentan in drei unterschiedlichen Größen, und zwar einmal mit dem Durchmesser 0,6 Meter, dann einmal 0,9 Meter und einmal 1,2 Meter. Dazu gibt es noch drei unterschiedliche Holzarten, einmal Birke, Ahorn oder Walnuss. Die Tische haben zudem keinen An- und Ausschalter, sondern nur einen Stecker. Das heißt, wenn der Tisch aus sein soll, muss man den Stecker ziehen, sonst läuft der Sisbot mit der Kugel durchgehend. Und wer jetzt genau meiner Meinung ist und sagt, so ein geiles Teil brauche ich bei mir zu Hause, der sollte sich auf einen genauso geilen Preis gefasst machen, denn die kleinste Variante soll zukünftig 645 US-Dollar kosten, die mittlere Variante dann 945 und die Luxus-Variante mit 1,20 Meter Durchmesser 7500 US-Dollar. Und das alles für einen Tisch, der ein bisschen malen kann. Dennoch bin ich sehr begeistert von dem Teil und wenn das Ding auf den Markt kommt, würde ich mir auf jeden Fall so eins holen. Aber ihr hört schon, wenn es auf den Markt kommt, denn das Ganze ist wieder eine Kickstarter-Kampagne. Und da ist ja immer so die Sache, ist das ein Fake oder machen die das wirklich? Wobei das mit den Preisen doch ziemlich plausibel klingt. Da das Ziel nicht immens hoch angesetzt war, sondern nur für 50.000 US-Dollar, was für mich in der Produktion und Planung ziemlich logisch klingt. Dieses Ziel wurde auch geschafft und zwar wurden schon 180.000 US-Dollar gesammelt. Die ersten 25 produzierten Exemplare sind natürlich sofort vergriffen gewesen. Allerdings plant Bruce Shapiro im Oktober 2017 die ersten Exemplare dann auch zu liefern. Und jetzt, wie immer, möchte ich natürlich von euch wissen, was sagt ihr dazu? Würdet ihr euch so ein Teil holen? Wenn ja, welche Variante, mit welchem Holz und so weiter? Oder sagt ihr, das Teil ist absoluter Nonsens, braucht kein Mensch? Oder es ist sogar wieder mal ein Kickstarter-Fake? Ich auf jeden Fall habe mir ein paar Gedanken gemacht und habe so überlegt, wenn der Motor denn irgendwann mal kaputt geht, wer kommt denn dann, um den zu reparieren? Beziehungsweise wie teuer wird das dann nochmal, wenn die kleinste Tischvariante schon über 600 Euro kostet. Zu dem Gedanken könnt ihr mir auch mal eure Meinung in die Kommentare schreiben und ich bin wirklich gespannt, was ihr zu dem Ganzen hier denkt. Ich bedanke mich auf jeden Fall wieder fürs Zugucken und hoffe, dass ich euch unterhalten habe und dass euch das hier gefallen hat. Zudem hoffe ich natürlich auch, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Ich wünsche euch noch ein paar schöne Tage. Bis zum nächsten Mal. Haltet durch.